Seit 6 Monaten schweben die 28-jährige Rebecca Lehnhoff und ihr 2 Jahre älterer Traummann Marco im 7. Himmel. Heute haben die beiden ihre große Liebe in Berlin-Friedrichshain mit dem Ja-Wort besiegelt. Das frisch gebackene Ehepaar ist überglücklich und freut sich auf einen rundum perfekten Tag. Doch dann kommt alles ganz anders. Iris, es ist echt der schönste Tag in meinem Leben. Und ich freue mich so für euch. Endlich hat der Junge eine tolle Frau bekommen. Ja, weißt du, das ist so schön. Danke, danke. Ja. Alles, alles Gute. Ach, Frau Lehnhoff, da haben Sie ja bei Glück, dass Herr Marco endlich unter der Haube ist. Entschuldigung. Nein, ja, kennen wir uns? Noch nicht, aber das auf dem Flyer, das bist doch du. Ja. Ach, du Scheiße. Wie sieht's denn aus? Hochzeitsnacht? Was soll der Scheiß? Wo hast du die Dinger her? Was ist das? Was ist das denn? Erzähl! Mach's Maul auf, wo sind die her? Sorry, ich hab die von den 2 Jungs da drüben. Was für Jungs? Ey! Was macht ihr da? Was ist los mit euch? Chill mal, Alter! Chill mal, Alter? Das ist meine Frau. Ey, guck mal, Scheiße. Das ist sie. Wo habt ihr die her? Es tut uns voll leid. So eine Frau dort hinten hat uns die Flyer in der Hand gedrückt und hat gesagt, wir sollen beim Standesamt die verteilen. Was für eine Frau? Irgend so eine Frau, wir wissen es selber nicht. Wir wollten auch keinen Ärger machen. Sorry. Kannst du mir verraten, was das ist? Marco, ich weiß es nicht. Ich bin genauso geschockt wie du. Ich hab damit echt nichts zu tun. Was heißt zu tun? Das bist du, Becky 27, dein Foto. Klar bin ich das, aber ich weiß nicht, wo das herkommt. Marco, bitte glaub mir. Ich sehe die Dinger zum ersten Mal. Oh Gott, das ist so schlimm. Ja. Schau mal. Was ist das denn, Rebecca? Pass auf, Oma. Kümmere dich mal bitte um die Leute. Wie kommen denn die Jungs an so ein Foto von mir? Und vor allen Dingen meine Handynummer. Irgendjemand wollte mir da echt einen miesen Streich spielen. Das sollte doch der schönste Tag in meinem Leben werden. Und jetzt ist es einfach nur das Schlimmste geworden. Obwohl Rebecca eigentlich nicht nach Feiern zumute ist, kann Marco seine Liebste davon überzeugen, das Beste aus dem Tag zu machen. Der 30-Jährige hält zu ihr und möchte sich seine Hochzeit durch den unschönen Zwischenfall nicht vermiesen lassen. Die ursprünglich geplante Party hat das Paar zwar abgesagt, dafür ist aber ein gemütliches Essen mit den beiden Trauzeugen Jule und Pascal geplant. Jetzt kümmern wir uns erstmal um unsere Gäste und danach morgen um die Halt, ganz kurz. Stopp. Ey, ist was? Ja, eigentlich ist die Dame auf dem Flyer hier. Das ist sie nicht, Junge. Doch. Ach, hi, wo seid ihr? Na? Und alles wieder gut bei euch? Geht so. Muss ja. Eigentlich nicht so, aber ich würde ganz gerne das Thema für heute abhaken. Ich meine, der Tag war eh schon total schlimm genug und die anderen sind bestimmt voll sauer auf uns, weil wir die Party abgeblasen haben. Nein, Quatsch, die können das echt verstehen. Ich meine, es war echt ein harter Tag für uns alle, für euch besonders. Vergessen wir, passiert ist passiert. Ich würde sagen, essen wir, bestellen wir. Ich habe saumäßig Hunger. Okay. Ja. Ich kann euch das Steak empfehlen. Das ist hier grandios, das ist total lecker. Hab ich letzte Woche gegessen, das ist super. Dazu könnten wir noch eine Flasche Sauvignon nehmen, oder? Aber nur eine Flasche Wasser brauche ich auch noch mal. Ja, aber dann steht das. Ja, sehr gerne. Wie glotzt du dich an? Nee, ist gut auf. Ey, dann glotzt dich doch an. Marco! Hey, was für dir denn noch? Zu glotzen, das sag ich dir. Hörst du auf? Dann sag mal, willst du jetzt an unserem Hochzeitstag noch eine Trägerei anzetteln oder was? Beruhigst du dich jetzt? Komm, wir gehen mal kurz raus an die Luft. Wir gehen mal kurz raus. Wenn ich sag Bescheid. Marco, wirklich, sollte das jetzt das sein? Was machst du denn da drin? Ich verstehe das nicht. Wolltest du jetzt tatsächlich noch eine Schlägerei anzetteln? Warum denn nicht? Es kann doch nicht sein, dass jeder x-beliebige Typ dich anguckt und denkt, du bist hier Frischfleisch. Ja, natürlich kann es nicht sein. Denkst du, mir gefällt es? Aber trotzdem kannst du doch nicht jeden Typen, der mich angafft, auf die Schnauze hauen. Ich weiß ja auch nicht weiter. Für mich ist die Sache genauso schlimm. Und deswegen werde ich mir morgen einen Anwalt nehmen. Und der wird die Sache mit dem Flyer dann klären. Ein Anwalt? Warum das denn? Hallo? Anwalt? Natürlich ist der wichtig. Irgendjemand versucht hier meinen Ruf zu zerstören. Ich kenne den Anwalt. Der hat mir vor 3 Jahren mal bei so einer Mietsache geholfen. Und der wird mir jetzt auch wieder helfen. Komm, lass uns wieder reingehen und nur einen schönen Abend haben, okay? Okay, alles klar. Alles klar. Ja.
Rebecca ist fest entschlossen, sich gegen die Flyer zur Wehr zu setzen und hat gleich für den nächsten Tag einen Termin mit ihrem Anwalt Florestan Gödings vereinbart. Rebecca will wissen, was sie gegen die Rufmordkampagne unternehmen kann. Frau Lenhoff, schön, dass Sie da sind. Bitte kommen Sie. Schönen guten Tag. Danke. Ich habe Ihnen das ja am Telefon schon alles erzählt. Ja. Und, ich bin einfach nur fassungslos. Ich weiß nicht, wie man sowas machen kann. Das sollte der schönste Tag meines Lebens werden. Und es ist einfach eine reine Katastrophe geworden. Wer macht denn sowas? Ich habe Ihnen den Flyer auch mitgebracht. Zeigen Sie mal. Ja. Schauen Sie sich doch mal das an. Das bin ich im Bikini. Gut, das ist natürlich echt schlimm. Okay. Das ist schrecklich. Sagen Sie mal, wo haben Sie denn, wo hat der das Foto denn her? Ja, ich habe das selber gepostet. Und er hat natürlich, irgendjemand muss sich das irgendwie runtergeladen haben. Setzen Sie sich erstmal hin. Danke. Holen Sie sich erstmal. Ja, also das ist natürlich das Problem, ne? Mit diesen sozialen Netzwerken. Deswegen kann ich Ihnen für die Zukunft natürlich nur raten, hier erstmal nichts mehr von sich hochzuladen, wenn es persönlich ist. Ja, jetzt bin ich natürlich auch schlauer. Aber wer rechnet denn damit, dass jemand sowas macht? Ja, niemand. Und genau deswegen haben die Täter halt auch immer so leichte Spiele. Wissen Sie, wie schlimm das für mich ist? Die ganze Zeit werde ich von irgendwelchen Männern angemacht. Auf dem Weg hierher, ich habe die ganze Zeit das Gefühl gehabt, mich gaffen die Männer an, irgendwelche notgeilen Typen. Und Marco, mein Mann, der ist natürlich überhaupt nicht begeistert davon. Ja, Frau Lenhoff, das kann ich wirklich sehr gut nachvollziehen. Was wir machen sollten, ist nach vorne schauen, was kann man jetzt tun. Und in meinen Augen stellt dieser Flyer hier eine Verleumdung und eine Beleidigung dar. Das heißt, wir sollten hier eine Strafanzeige in Betracht ziehen. Aber dann sollten wir uns auch überlegen, wer denn als Täter in Betracht kommen könnte. Das ist das Erste, was ich gemacht habe. Ich habe halt überlegt, wer dahinter stecken könnte. Wer sowas Schlimmes macht. Und da kam halt eigentlich nur für mich meine ehemalige beste Freundin Caro in Frage. Okay, und warum? Weil, wie gesagt, ehemalige beste Freundin. Bis vor kurzem sollte sie sogar noch meine Trauzeugin werden. Und dann aus nichts hat sie sich an meinen Ehemann Marco rangemacht. Sie hat gesagt, sie liebt ihn. Sie wollte mir einfach wegnehmen. Okay, ja. Sagen Sie mal, haben Sie eigentlich noch Kontakt zu dieser Caro? Nee, na, nach der Aktion gar nicht mehr. Wir haben uns dann halt noch ein paar Mal gestritten. Aber die kann mir halt gestohlen bleiben. Gut. Wissen Sie, was wir machen? Ich werde eine Anzeige erstatten bei der Polizei gegen Unbekannt. Und daneben werde ich natürlich auch diesen Flyer hier untersuchen lassen. Also das Papier und den Schrifttyp. Und vielleicht bringen wir uns das ja weiter. Okay. Und was machen wir denn mit Caro? Ja, das ist eine gute Sache. Ich würde Sie bitten, hier mal die Adresse aufzuschreiben von dieser Caro. Dieser Frau werde ich als allererstes mal auf den Zahn fühlen. Das würde ich eigentlich auch jetzt machen. Da würde ich einfach noch kurz vorbeifahren. Oh, da möchte ich gern mitkommen. Ja, gut, dann bräuchte ich das ja nicht mehr aufschreiben, nee, oder? Brauchen Sie nicht. Gut, dann super. Gerne. Nach dem, was mir meine Mandantin erzählt hat, ist es überhaupt nicht unwahrscheinlich, dass hinter dieser Flyer-Geschichte eine Racheaktion ihrer Freundin steckt. Nur, was will sie damit erreichen? Vor der Hochzeit hätte das sicherlich Sinn gemacht, aber danach? Also ich bin wirklich gespannt, was uns diese Caro Schlesinger zu erzählen hat. Rebeccas ehemalige beste Freundin Caro Schlesinger wohnt nur einen Katzensprung von Florestan Gödings Kanzlei entfernt. Um keine Zeit zu verlieren, machen sich der Anwalt und seine Mandantin unverzüglich auf den Weg zu ihr. Ach, gucken Sie mal da. Es trifft sich ja richtig gut. Hallo Caro, wir wollten gerade zu dir kommen. Na, was ist denn das für eine schöne Überraschung? Ach ja, nochmal alles Gute zu deiner Hochzeit. Ja, vielen Dank. Die war übrigens wunderschön, bis du sie uns versaut hast. Ich? Ja, du. Ich war noch nicht mal in der Nähe oder hast du mich irgendwo gesehen? Also, meine Damen, ganz kurz, ich glaube, das bringt so erstmal nichts. Wer ist der denn und was will der hier überhaupt? Ich bin Rechtsanwalt Gödings, ich vertrete die Frau Lenhoff. Frau Lenhoff, ganz kurz, und ich unterhalte mich mal ganz kurz mit ihr. Vielleicht, wenn wir ganz kurz ein paar Meter gehen würden, das sind nur ein paar wenige Fragen. Okay. Ja, und zwar geht es darum, ich habe hier so einen Flyer, den möchte ich Ihnen mal kurz zeigen. Schauen Sie sich den mal an. Okay. Und was soll das? Das ist doch Rebecca auf dem Bild. Ganz genau. Dieses Foto wurde in der halben Stadt verteilt und auch vor dem Standesamt, wo sie mit ihrem frisch getrauten Mann gerade rausgekommen ist. Und was sagt Ihnen das? Mir sagt das nichts, außer dass sie anscheinend wohl eine kleine Sch*** ist, die wohl ihrem Körper verkauft. Was? Wie kannst du es wagen, mich so zu nennen? Denkst du, ich finde das lustig? Frau Lenhoff, lass es gut sein. Ich mach das schon. Keine Sorge. Aber ich habe mit dieser Sache wirklich nichts zu tun. So, jetzt lassen wir mal das Drumherum-Gerede. Erzählen Sie mir doch mal lieber, wo Sie gestern um die Mittagszeit waren. Es gefällt mir überhaupt nicht, wie Sie hier so tun, als ob ich irgendetwas zu verbergen hätte. Haben Sie? Nein, garantiert nicht. Ich war noch nicht mal hier. Ich komme gerade frisch vom Flughafen. Ich bin Stewardess und war in diesem Zeitraum in Lissabon. Können Sie das irgendwie beweisen? Ich meine, geht's um Ihren Dienstplan? Na klar gibt's den. Den kann ich Ihnen gerne zeigen, per E-Mail losschicken.
Dann können Sie sich selber davon überzeugen. Ja. Aber egal, was zwischen uns vorgefallen ist, ich würde ihr das niemals antun. Gut. Wissen Sie was? Also ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie mir noch mal Ihren Dienstplan vielleicht per E-Mail schicken können. Haben Sie eine Visitenkarte von mir? Ja, na klar, mache ich. Ja? Kein Problem. Gut, das war's auch schon. Vielen Dank. Na? Ich wünsche noch einen schönen Tag. Gleichfalls. Tschüss. Ciao. Natürlich könnte Frau Schlesinger trotzdem für den Flyer verantwortlich sein. Sie hätte ihn drucken und verteilen lassen können. Aber mein Gefühl sagt mir, dass sie hier die Wahrheit gesagt hat. Und deswegen sollten wir uns Gedanken machen, wer neben Frau Schlesinger noch ein Interesse daran hat, meine Mandantin zu denunzieren. Und ich werde jetzt auch erstmal herausfinden, wo dieser Flyer gedruckt wurde. Während der Anwalt etliche Berliner Copyshops überprüfen lässt, um herauszufinden, wo die Bikini-Flyer gedruckt wurden, versucht Marco, seine große Liebe Rebecca auf andere Gedanken zu bringen. Für den Abend hat er seine Mutter Iris zum Essen eingeladen. Hat dir denn die Graupensuppe eigentlich geschmeckt? Meine Liebe, das hast du fantastisch gemacht. Sehr schön. War wirklich, wirklich lecker. Hier, schau. Hm? Oh, Kinder, Kinder. Sag mal, gibt es denn irgendwas Neues in Bezug auf diese Flyer? Nein, gar nichts bisher. Sag mal, wie ist das möglich, dass kein Mensch weiß, wer dahinter steckt? Das gibt's doch gar nicht, Marco. Ich habe auch keine Ahnung. Ich kann nur hoffen, dass der Anwalt irgendwas rausfindet. Ansonsten bleibt es für immer ein Rätsel. Tja. Mama, ja? Willst du uns mal einen Kaffee machen für uns? Klar, sicher. Ja? Für mich nicht, Iris. Du, Marco, ich glaube, ich gehe mal eine Runde um den Block. Ich muss frische Luft schnappen. Ja, mach doch. Kriegen. Klar. Mach das. Bis später. Na, mach das. Ach, Schatz. Ey, Mama, das tut mir richtig weh, wenn ich Rebecca so sehe. Weißt du, Marco, meinst du, das ist die Richtige? Ich meine, weißt du wirklich, was sie für eine Frau ist? Vielleicht hat sie ja tatsächlich was mit diesen Zetteln zu tun. Nein, da ist nur jemand, der ihr eins auswischen will. Ja. Du, entschuldige mal bitte, dass ich so ein bisschen direkt bin. Aber du musst zugeben, dass du in der Vergangenheit nicht gerade sehr viel Glück hattest mit deinen Freundinnen, oder? Ich dachte, du magst Rebecca auch. Ja, natürlich mag ich sie bisher. Aber ich habe dir auch gesagt, wie ich dir das Haus von Oma geschenkt habe, dass ihr darin glücklich werden sollt. Marco, und nicht, dass deine Ehefrau dich da ausnutzt. Und vielleicht zu guter Letzt noch, dass da irgendwelche fremden Männer da rein und rauslaufen. Marco, ich will das nicht. Mama, jetzt reicht's aber mal langsam. Ist doch keine... Die wird mich nie betrügen. Da gibt's überhaupt gar keinen Zweifel drin. Schatz, aber woher willst du das wissen? Denn mit der Hochzeit habt ihr auch nicht lange gewartet. So, pass mal auf, lieber Freund. Und so gut kennst du sie doch gar nicht. Pass auf, ein halbes Jahr reicht völlig aus. Und ich wusste schon nach ein paar Wochen, das ist meine Traumfrau. Na gut, Marco. Weißt du, wenn du dir sicher bist, dann bin ich's doch auch. Und im Grunde genommen, ich bin ja auch froh, dass ihr euch näher gekommen seid. Ist so, Schatz. Alles gut. Mama soll mich jetzt nicht auch noch verrückt machen. Es reicht schon, dass ich jedem Typen eins aufs Maul hauen will, der Rebecca nur schief anguckt. Rebecca ist unschuldig. Und für diese Flyer-Geschichte wird es schon irgendeine Erklärung geben. Jetzt freue ich mich erstmal, mit ihr in unser gemeinsames Haus einzuziehen. Bereits am darauffolgenden Morgen steht für das frischgebackene Ehepaar der große Umzug auf dem Plan. Marcos Mutter Iris hat ihrem Sohn das Haus seiner verstorbenen Oma überschrieben. Als Geschenk zur Hochzeit. Na, da seid ihr ja. Hallo Iris. Na? Mensch, was hast du denn für ein Wetter mitgebracht? Na ja, passt doch. Passt? Ja, na sicher. Hallo, na, Mama. Schatzi? Ja. Du? Alles gut? Iris, vielen lieben Dank nochmal, dass du uns so ein wunderschönes Haus vermacht hast. Ich freue mich total darüber. Na, und ich freue mich doch, dass es euch gefällt. Na klar, freuen wir uns. Aber lass uns mal ein paar Schritte gehen. Schatz. Mama ist eben doch die Beste. Ne? Was gibt's denn? Ich wollte mal kurz mit dir alleine reden. Ich war in der Vergangenheit nicht immer gerade sehr glücklich über die Frauenauswahl meines Sohnes. Ja, davon habe ich schon gehört. Weißt du, er ist immer zielsicher, immer auf die Falschen zugegangen. Immer. Und jede seiner Ex-Freundin, bisher wirklich jede, war auf ein bequemes Leben aus. Und ich habe ihm auch gesagt, dass ich nicht möchte, dass mein Erbe irgendwie verwahrlost oder verramscht wird. Du, Iris, ich liebe Marco wirklich über alles. Du brauchst dir bei mir keine Sorgen machen und ich weiß dein Geschenk auch echt zu schätzen. Ja. Weißt du, wenn ich am Anfang auch so ein bisschen skeptisch war, da gibt es aber etwas, was mich wirklich überzeugt hat. Was denn?
Weißt du, du hast manchmal dieses Funkeln in deinen Augen, wenn du über meinen Liebling redest. Ja, das weißt stimmt. du, und das kann ich sehen. Du liebst meinen Sohn ja. wirklich, ne? Ja, das stimmt. Ich ja? tue das. Und deswegen bin ich auch froh, dass du jetzt ein Teil meiner Familie bist. Ach, Iris, vielen Dank für die netten Worte. Ich weiß es echt zu schätzen, dass du mich als Schwiegertochter akzeptierst. Aber nicht dafür. Jetzt helfe ich wieder. Ah, Gott. Kleinen Moment noch. Alles gut bei euch? Ja, ja, sicher, sicher. Okay. Eins noch, Schätzchen. Sollte ich jemals erfahren, ne, dass du meinem Sohn wehtust oder ihn betrügen solltest, Mädel, dann kriegst du es echt mit mir zu tun, ne? Iris, ich würde es niemals tun. Marco und ich, wir lieben uns über alles. Und wir freuen uns schon darauf, unsere Silberhochzeit und unsere goldene Hochzeit in diesem Haus zu feiern. Glaub mir, ja? Weißt jetzt du, muss ich helfen. Ich hoffe es für dich. Na, ja, die Damen, wollen wir mal ein bisschen was tun? Na klar. Gucken wir doch mal. Ja, was habt ihr denn da noch alles, sag mal? Genug da. Dass Iris mich als Teil ihrer Familie sieht, freut mich echt sehr. Aber diese Drohung eben am Ende, die hat mich schon getroffen. Diese Flyer vergiften echt alles. Jeder, der mich bisher mochte, wird auf einmal skeptisch. Ich muss herausfinden, wer für diese Zettel verantwortlich ist, damit ich endlich meine Unschuld beweisen kann. I can't believe you let me down. Nach 5 anstrengenden Stunden voller Möbel und Kistenschleppen ist Rebecca nachmittags mit ihrem Anwalt in einem Café verabredet. Florestan Gödings hat Neuigkeiten und die möchte er seiner Mandantin persönlich mitteilen. Hallo, Herr Gödings. Hallo. Bitte, sitzen Sie. Vielen Dank. So, haben Sie denn was Neues für mich? Hat es irgendwas ergeben? Ja, ich habe mir jetzt also den Dienstplan von Ihrer Freundin Caro. Ehemaligen Freundin, bitte. Ja, gut, ehemaligen Freundin Caro. Und ich habe das auch noch mal bei der Airline verifiziert. Das stimmt tatsächlich. Kann ich was zu trinken bringen? Nein, danke, ich muss gleich wieder los. Ah. Dankeschön. Hat die Airline eben verifiziert. Die Caro war an dem besagten Tag nicht persönlich da, die war in Lissabon. Deswegen kann sie auch nicht persönlich die Flyer verteilt haben. Na gut, aber das hat ja überhaupt nichts zu heißen. Vielleicht hat sie auch einfach nur eine Komplizin gehabt. Das ist auch möglich und als Theorie würde ich es auch gern beibehalten. Allerdings, die Aussage war schon sehr, sehr glaubwürdig. Also ich weiß echt nicht, wer es sonst gewesen sein könnte. Tja, nur ganz kurz nachher. Oh, Verzeihung, das wollte ich nicht. Ach, du Schreck. Entschuldigung. Das ist ja nur Wasser. Warten Sie, ich helfe Ihnen. Also was der sich dabei gedacht hat. Ach, ich weiß es nicht. Aber es hier ist gut abgegangen. Geht es wieder? Ja, ja, das geht. Haben Sie Ihren Honig? Honig einfach. Danke. Ach, das tut mir leid. Es trocknet ja gleich wieder. Das trocknet wieder. Das ist ja schließlich hoffentlich nur Wasser. Gut, wo waren wir stehen geblieben? Ah, die Anzeige bei der Polizei, die läuft natürlich. Und ich habe mir jetzt auch mal das Papier untersucht von dem Flyer. Und was hat das ergeben? Ja, also das kriegt man hier in der Straßenecke. Das bringt uns leider nicht weiter an der Stelle. Aber ich werde noch mal mit einem befreundeten Grafiker sprechen. Und der wird sich dann noch mal die Bildelemente anschauen und auch natürlich den Texttyp, den Schrifttyp. Und vielleicht lassen sich da eben auch Rückschlüsse draus ziehen, die uns dann weiterbringen. Und dann gucken wir, ob wir an der Stelle weiterkommen. Oh, ich hoffe so sehr. Das ist eine gute Idee erstmal. Vielen Dank. Ich muss jetzt auch sofort wieder los. Okay. Wir hören uns dann. Ja, Frau Lehnhoff, wir machen das so. Ich bleibe auf jeden Fall dran und sobald sich was tut, dann melde ich mich bei Ihnen, ja? Okay. Dann kommen Sie mal gut weiter. Dankeschön. Tschüss. Ich denke echt jede Sekunde darüber nach, wer mir das angetan hat. Aber irgendwie, ich habe überhaupt keine Idee, wer es sein könnte. Wenigstens hat sich Marco jetzt mittlerweile etwas beruhigt. Und ich werde nicht mehr von jedem wildfremden Typen angemacht. Vielleicht beruhigt sich ja die Sache langsam. Aber trotzdem will ich wissen, wer das gewesen ist. Rebecca hofft inständig, dass sich die ganze Situation schnell aufklärt und Gras über die Sache wächst. Doch als die 28-Jährige am darauffolgenden Tag von ihrer Yogastunde nach Hause kommt, wartet bereits die nächste böse Überraschung auf sie. Marco! Schatz, bin wieder da! Boah, ich sag dir, Yoga kann echt Wunder bewirken. Ich bin völlig tiefenentspannt. Na? Was ist denn los mit dir? Die Frage ist eher, was mit dir los ist. Hä, was meinst du denn? Ja, bist du vom Yoga entspannt oder kommst du gerade von deinem neuen Lover? Was denn für ein neuer Lover? Was redest du denn schon wieder?
Guck mal. Was ist das denn? Das bin doch ich mit meinem Anwalt. Wo hast du die Dinger denn her? Die lagen bei uns im Briefkasten. Und von wem sind die? Keine Ahnung. Kein Absender. Aber das tut auch nichts zur Sache, sondern hier sehe ich ja, dass du mich in aller Öffentlichkeit mit dem Anwalt bescheißt. Marco, das ist überhaupt nicht so, wie es aussieht. Da war so ein Typ im Café und der hat dem Anwalt, Herrn Gödings, Wasser übers Hemd geschüttet. Ich wollte einfach nur helfen beim Trockenmachen. Das war nett gemeint. Pass auf, erzähl mir keine Märchen. Wir sehen doch hier, wie du rumfummelst mit dem. Marco, ich erzähle keine Märchen. Glaub mir, das war harmlos. Da war nichts. Pass auf, ich hab dir vertraut. Ja? Ich hab dich vor allen verteidigt. Vor meiner Mutter, vor den Freunden. Es war wirklich nicht so, wie es aussieht. Du brauchst mir jetzt nicht mit diesen Klischeesprüchen kommen, okay? Ich will einfach nur, dass du gehst. Marco, jetzt denk doch mal nach. Warum sollte davon jemand Fotos machen? Marco, glaub mir. Hau ab! Ich verstehe Marco nicht. Warum gibt er mir nicht wenigstens die Chance, ihm alles zu erklären? Und wer ist denn so assi und macht davon Fotos? Irgendjemand muss es doch auf mich abgesehen haben. Ich finde das langsam echt unheimlich. Irgendjemand verfolgt mich hier die ganze Zeit.